Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. Und ich muss euch schon mal was beichten, denn meine Witzwerk ist weg. Leider, leider. Und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr auf die God Mode. Und deswegen machen wir nur noch ein paar Challenges und beenden dann die God Mode. Aber wie gesagt, wir machen erstmal noch ein paar Challenges und als nächstes ist erstmal die Magnet Challenge dran. Bin ich mal gespannt, was das ist. Wahrscheinlich haben wir einfach ein paar Magneten und wir sehen schon mal ziemlich traurig aus. Ja, wir haben einen Magneten und ich hoffe, wir haben noch mehr. Okay, unsere Schüsse sind sehr schön. Ja doch, haben eine ordentliche Größe, also wir machen auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Und sie haben halt diesen lilanen Schaum drumrum. Das heißt, sie fliegen den Gegnern hinterher. Und das ist doch schon mal schön. Was haben wir sonst noch so? Bloody Trail und... Ja, das war's soweit. Okay, sollte nicht allzu schwer werden, wir gucken mal. Auf jeden Fall sind wir nicht von Anfang an so richtig OP, aber... Ist, glaube ich, okay so. Weit. Oh Gott. Nee, okay. Oh, shit. Hä? Wieso wird er so ko... Okay. Das ist ja mega merkwürdig. Wieso bewegt er sich so komisch? Ah, wir haben auch den schwarzen Magneten. Okay, das ist natürlich schlecht. Wenn wir auch noch den schwarzen Magneten haben, ist das gar nicht mal so gut. Oh Gott, dadurch fliegen jetzt die Gegner alle so richtig blöd, weil die halt zu unseren Tränen hingezogen werden. Oh Gott. Okay, wir müssen die irgendwie weghalten von uns. Weghalten, ich habe weghalten gesagt. Oh, das ist ja richtig schlimm. Okay, ja, ich sterbe hier einfach mal. Ja, ja, ist okay. Ja, ja, ja. Versuchen wir das doch gleich nochmal. Ja! Nochmal sterben. Okay, was haben wir hier Schönes? Immerhin ein blaues Herz. Wenn wir das nicht verlieren in der Träumerin, ist auch alles gut. Okay, hat gar nichts gebracht, da reinzugehen. Leider. Also wir haben unser blaues Herz wiederbekommen, aber mehr auch nicht. Und ja, wie es dazu gekommen ist, dass ich hier mein Windsack verloren habe, das liegt daran, dass ich halt nochmal aufgenommen hatte, da verloren hatte und das konnte ich aber nicht hochladen, aus dem einfachen Grund, dass mein PC ja kaputt gegangen ist. Und dann war mein Schnittprogramm kaputt und was weiß ich, irgendwie hat sich mein PC selbst aufgelöst, das war irgendwie nicht so cool wegen irgendeinem Virus und dann musste ich mein PC neu aufsetzen und das ist alles doof. Und wir kriegen hier voll das geile Item, oh Gott. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wieso? Nein, ich komme da nicht ran. Doch, komme ich. Okay. Ich dachte schon. Und ja, deswegen ist jetzt mein Schüler Winstreak weg. Mein höchster Winstreak, den ich jemals hatte. Einfach weg. Schon ein bisschen traurig, aber okay. So, ein paar Schlüssel haben wir bekommen. Das ist doch schön. Dann sind wir hier in der Ebene auch erstmal durch, würde ich sagen. Wir können weitergehen. Dann haben wir schon mal die erste Ebene geschafft. Nicht so wie eben. Ja, doch, den sollten wir besiegen. So, da oben ist sogar noch ein blauer Stein, den wir uns holen können. Oh nein, die Sachen sind noch umgelegt. Nein, ich muss... Kann ich das hier irgendwie ändern? Nee. Okay, ich muss gleich mal meine... Oh, Hilfe. Meine Tastenbelegung ändern. Das ist alles noch umgestellt. Das ist alles doof hier. Alles doof. Ein PC neu aufzusetzen ist richtig blöd. Ich muss halt alles neu installieren von den Treibern... Bis zu den Aufnahmeprogrammen, bis zum Schneideprogramm, alles Mögliche und alles neu einstellen. Deswegen kann das auch sein, dass ihr mich jetzt wieder anders hört. Aber ich glaube, ich habe das wieder so hinbekommen, dass das ganz normal ist. Vielleicht. Vielleicht ist auch das Spiel zu leise, kann auch sein, kann alles sein. Wenn da irgendwas anders ist, dann bitte mal in die Kommentare schreiben, damit ich das möglichst ändern kann. Und das war auch der Grund, warum die letzten 3 oder 4 Tage gar nichts kam. Weil ich konnte halt nicht aufnehmen, wenn der PC Schrott ist. So, jetzt, ich hoffe, das Ding bleibt einfach da. Exit Game. Genau, so. Ich muss mal kurz die Dinger hier umstellen. Und zwar hätte ich gerne die Bomben auf... Wie macht man das? B. Auf B, so. Item. Was ist denn Item? Item ist... Oh Gott, auf was hatte ich das denn? Das, ja, das ist richtig. Pille auf X. Okay. Ich glaube, jetzt ist wieder alles richtig. Ja. Sonst ist das viel zu verwirrend. Bombe auf B ist viel cooler, weil B für Bombe. Und wieso ist der Raum jetzt kleiner als eben? Egal. So, ja, jetzt ist alles richtig. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Da kriegen wir unsere Bombe wieder. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das rerollen oder wollen wir es mitnehmen?
Es wird uns halt Leben wiedergeben mit der Zeit und es ist ein Lebensupgrade. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Und sind dann hier soweit fertig. Wir können doch noch einen Geheimraum suchen, aber ihr kennt mich, ich mache das nicht so häufig. Warum auch immer, obwohl da in dieser Mod ja eigentlich gut Items drin sein könnten. Aber egal. Brauchen wir nicht. Vor allem in den Challenges ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Auf jeden Fall nicht in den Anfangs-Challenges. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ich jetzt noch diese paar Challenges hier machen soll. Oder allgemein, was ich überhaupt als nächstes in Isaac machen soll. Ob es da irgendeinen Mod gibt, die ihr sehen wollt oder sowas. Das wäre aber ganz interessant. Denn irgendwie finde ich, man wird bei der God-Mod einfach viel zu OP. Und wenn man nicht viel zu OP ist, dann kann man einfach gar nichts machen. Und das ist irgendwie, aua, ziemlich merkwürdig. Auf jeden Fall hätte ich gern wieder was Neues. Oh gosh, geht weg von mir. So. Was haben wir hier Schönes? Aha. So. Okay, wir kriegen gerade ganz schön viele blaue Herzen schon wieder. Oh Gott. Okay, da geht rechts rum. Wir sind sicher. Oh, komm, Geld, komm zu mir, ja. Nom, 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 nom. Alles mein Geld. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts, aber ein schöner blauer Raum. Sieht auch sehr schön aus. Hatten wir schon mal so einen blauen Raum? Ich glaube nicht. So. Ihr fliegen, ihr könnt mir gar nichts. Was fehlt noch? Der Shop fehlt noch. Und wir sollten auf jeden Fall in den Shop reingucken. Jetzt, wo wir 32 Münzen haben. Sure. Und ansonsten ist heute um 13 Uhr noch der erste Desperado-Part rausgekommen. Der ein bisschen ziemlich komisch war. Ich musste erstmal reinkommen, so spontan irgendwie im Roleplay irgendwas zu sagen. Das war. Ich fand das ein bisschen befremdlich, aber okay. Da hätte ich auch gerne eine Kritik, damit ich mich da verbessern kann. Das wäre mir sehr wichtig, weil ich bin ja jetzt in Desperado drin. Netterweise. Und ja. Genau. Genau. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade die Scheißhaufen zerschieße, aber ich finde die halt viel zu süß mit ihren Augen. Deswegen müssen die sterben. Oh nee. Ich hasse diesen schwarzen Magneten. Oh Gott, geht weg von mir. Boah. Nein, wir machen wieder, dass Dingle kein Grip hat. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hör auf zu schießen. Oh Gott. Geh weg. Okay, der ging ja gar nicht zu uns. Okay, Dingle. Ich werde da zu viel Party gemacht. Nope. Hä, irgendwie weiß er nicht, wo ich bin. Bisschen verwirrt, Dingle, hä? Ich bin doch hier, wieso pfeifst du? Okay, kriegen wir irgendwas schön? Ah, wir wissen nicht, was wir kriegen. Okay, lieber mal mit. Blue Cap. Ja, okay, kann man machen. Was ist das Schönes? Gabi Colle. Okay, schon mal unser erstes Gabi-Item. Auf Barbie. Okay, dann müssen wir alles mitnehmen. Evil Up. Nehmen wir das auch noch mit. Demon Baby, was ist das? A Lump of Coal, okay. Jetzt haben wir zwar keine roten Herzen mehr, doch eins. Ah nein, das eine rote Herz müssen wir noch irgendwie loswerden. Damit der Hure vom Babylon-Effekt. Ah ne, wir haben. Was? Wir sind Eve? Der Hure vom Babylon-Effekt ist doch eigentlich erst ab einem halben Herz. Ah ja, jetzt haben wir wieder nicht. GG. Wir müssen irgendwie ein halbes Herz loswerden. Na, das ist ja doof. Ah, Pheromone. Die kleine Spinne liebt uns. Oh, toll. Aber wo werden wir denn jetzt ein rotes Herz los, ein halbes? Wir bräuchten irgendwie. Oh Gott. Wir bräuchten eine Blood Donation Maschine oder so ein Bettler. So ein Blutbettler. Gut, dann werden wir ganz schön stark mit diesen Hure von Babylon auf jeden Fall. So. Oh, nee. Genau aus diesem Grund hasse ich dieses schwarze Magnet. Dieses schwarze Magnet, ey, yo. Oh Gott, okay, wir haben gar nicht mehr so viele Leben. Wir bräuchten vielleicht mal ein paar. Die können wir auch anziehen. Die wird rangezogen von unseren Tränen. Okay, gut zu wissen. Los, komm her. Komm her, du Truhe. Ich will dich. Ich begehre dich. Danke. Was haben wir denn da? Aha, noch ein bisschen Münzen. Joa, wenn wir denn bei irgendwann einen Shop finden sollten, dann könnte das auch ganz toll sein. Aber so gerade eher nicht. Oh, eher nicht. Aber wir kriegen einen Damage ab. Und los jetzt, sehr schön. Sind wir hier quasi umsonst reingegangen und haben sogar noch einen Damage abbekommen. Geilo. Kann da unten überhaupt. Okay. Ein Geheimraum sein, weil da war ja.
Der war ja in Spielitz vor. Aber scheinbar ja. So. Health up, okay. Ist jetzt nicht so cool. Wir kriegen... Okay. Shady, shady. Health up. Na, solange wir keine roten Herzen einsammeln, ist ja alles noch so weit gut. Oh Gott, okay. Ich will hier nicht drinne sein. Ich will hier überhaupt nicht drinne sein. Geh weg von mir. Oh nein. Sobald einer von den tot ist, ist eigentlich alles gut. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viele Leben. Okay. Und die ziehen ein ganzes Leben ab. Oh nein, geh weg, danke. Wollen wir das mitnehmen? Wir kommen da gar nicht ran. Okay, nee, egal. Shit, wir haben nicht mehr viele Leben. Wir müssen dringend irgendwie Leben haben. Ich muss irgendwo... Ah! Speedy Con Made, what the fuck? Oh, ich hasse dieses Magnetding. Ah! Oh, gib mir Herzen, ich brauche sie. So, warte. Wir waren im normalen Geheimraum, das heißt, nach dem müssen wir nicht mehr suchen. Okay, vor denen habe ich mega Angst mit diesen schwarzen Magneten. Die sind mega schnell dann. Ein rotes Herz, ja, sammeln wir mal ein. Damit wir wenigstens ein bisschen sicherer sind. Oh, und ein blauer Stein, der uns darüber bringt. Das ist, glaube ich, auch selten. Und wir kriegen sogar eine Joker-Card. Okay. Könnten wir jetzt eventuell sogar schon einsetzen. Aber das wäre Verschwendung, oder? Ich glaube, das wäre Verschwendung, weil wir sowieso in den Devil Room kommen, denke ich mal. Aber dann wäre der Boss natürlich einfacher. Ich würde sagen, je nachdem, was der Boss ist, werden wir die Joker-Karte einsetzen. Wenn der Boss irgendwie zu oh nein. Geil. Geil. Sehr gut. Da habe ich zu spät reagiert. Da hätte ich zum Beispiel auch eben die Joker-Karte einsetzen können. Wow, der trifft mich ja trotzdem. Okay, den Raum will ich nicht nochmal rein. Und den Raum will ich auch nicht. Oh Gott. Weiter schön leben. Moment, da kann der super Geheimraum sein. Jo. Blaue Herzen? Nein. Oh, wieso haben wir nicht den Dark Bum? Der wäre jetzt perfekt gewesen. Der hat uns sowas von gerettet. Oha. Und die Frage ist halt, wie weit wir nach unten müssen. Ob wir nur Mom besiegen müssen oder ob wir Idlis besiegen müssen oder sogar noch weiter gehen müssen. In der letzten Challenge mussten wir ja, glaube ich, bis zum Satan gehen. Hängt Man, aha, okay. Und Hallobus, Pestilenz, okay. Den könnten wir sogar so besiegen, ohne Hure von Babylon. Sollte machbar sein, wenn hier nicht überall diese Dinge... Okay, stirb. Wenn die hier nicht überall schießen würden, dann wäre das sogar wirklich machbar. Oh, du nervst, geh weg. Oh, hat er uns gerade geholfen? Ich glaube schon. Das Ding da oben rechts hat uns gerade geholfen, den zu besiegen. Voll nett, danke. Danke, Rotspeier da oben. Oh Gott, hier ist mir gerade viel zu viel grün. Okay. Haben wir gut überstanden, jetzt ist nur die Frage. Okay, also Auto-Turret klärt das. Born of Bandages. Ich setz... Wir können auch an der nächsten Ebene den Joker einsetzen. Dann könnten wir die nächste Ebene auslassen. Caves 1. Ach, egal. Ich habe die hier. Ey, die schwarze Kerze. Das ist doch schon mal schön. Dann nehmen wir das noch mit. Dann nehmen wir das noch mit. Gut, dann sind wir zufrieden. Haben zwar nicht allzu viele Leben, aber wir haben unser zweites Gabi-Item. Und wir haben keine Curses mehr. Ist nicht so schlecht. Ah, goldene Kisten. Ha, Könnt man machen. Ja, komm. Die holen wir uns. Wir haben genug Bomben. Yes! Das hat sich sowas von gelohnt. Okay, wir sind Gabi. Geilo. Können wir das auch kurz rerollen? Bringt leider gar nichts. Ach, wir können ja fliegen. Oh, wir können fliegen, Leute. Yay. Wir sind Gabi. Mau, 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 mau. Au, au, au. Da wurde ich getroffen und bin fast tot. Bringt uns auch nichts. Ah, wir kriegen irgendwie keine guten Trinkets. Aber wir sind Gabi, das heißt, wir haben sowieso viel zu viele Leben. Als Gabi kann uns nichts mehr schlagen. Denn Katzen sind die Weltherrscher der Welt, ja. Vor allem, wir sind eine schwarze Katze. Irgendwie ist das Spiel zu leise, kann das sein? Ist das jetzt zu laut? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich muss das alles irgendwie nochmal anders einstellen.
Aber das mache ich dann hier nach. So. Irgendwie sehen wir gar nicht so süß aus, obwohl wir eine süße kleine Katze sind. Wir sind Gabi, aber irgendwie blutverschmiert. Wir haben schon viel in unserem Leben erlebt. Hey, das will ich wirklich nicht einsetzen. Es sei denn, wir kriegen gleich wieder ein Devil Room. Wovon ich mal ausgehe. Denn da wäre das eigentlich ganz gut. Also eigentlich gut, dass wir das gerade gefunden haben. Könnten wir auf jeden Fall ein Devil-Item mitnehmen. Wenn wir dann ein Devil-Deal bekommen. Jo, kriegen wir. Wir kriegen sogar noch Wage up. Geilo. Und was haben wir hier Schönes? Ah, ich hätte erst meinen Health-Up einsetzen sollen. Aber hier sind sowieso keine guten Sachen. Ah, okay. Nehme ich mal mit. So, Tears-Up ist ganz schön. Gut. Und ich glaube, das ist sogar auch ein kleines Damage-Up, oder? The Pact? Eigentlich schon. Oder nicht? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Ist ja auch egal. Ah, seid ihr eingesperrt? Das ist ja süß. Oh Gott. Ich habe euch befreit. Und ihr wollt mich dafür angreifen? Okay, das sind ein paar Gegner. Alles Ausstellungsstücke. Wir machen einfach die ganze Monsterausstellung kaputt. Einfach, weil wir es können. Oh, guck mal, da war sogar ein anderer. Oh, das ist ja cool. In dieser Ausstellung gibt es ja echt alles. Die haben echt an alles gedacht. Okay, in welcher Ebene sind wir eigentlich gerade? That's one. Okay, dann kann die nächste Ebene sogar schon die letzte sein. Wenn wir Glück haben. Aber wahrscheinlich geht es noch ein bisschen weiter. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und deswegen werde ich bei Mom nicht so viele Leben verlieren, nur weil ich wieder denke, dass danach Schluss ist. So wie beim letzten Mal und dass ich dann fast den Teufel nicht besiegt habe. Das wäre nämlich hier uncool. Au. Ey. Ich habe dir nichts getan. Ich habe nur deine Nachbarn getötet, aber die habe ich nichts getan. Nee. Ach, das ist schon besser. Das nehme ich mit. Und eventuell, wenn wir Glück haben, ist da der Geheimraum. Nö. Dann halt nicht. Geh ich halt weg. Ah, wir haben dieses eine Trinket. Dann sollten wir vielleicht mal den ganzen Scheiß auf mir kaputt machen. Kann ja immer mal was drin sein. Sogar mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Was haben wir hier? Und okay, noch ein Gabi-Item. Können wir einsetzen für unser Health-Up, aber pff, wir können das auch, wie wollen einfach. So. Hi. Euch kann man nur von hinten treffen, gell? Ja, okay. Okay, da treffe ich euch halt von hinten. Wie wir die halt einfach an uns ranziehen. Also die können gar nicht weg von uns. Sie wollen flüchten, aber sie können nicht. So, Gabis Power. Dann, oh ja, Daddy Longlegs, geil. Noch so ein OP-Item. Ich mag Daddy Longlegs. Der macht schön viel Schaden. Und bewacht uns von oben. Jetzt sind wir quasi Jesus. Und unser Vater passt auf uns auf. Au. Egal. Ha, müssen wir also echt in den großen Raum da rein? Das wird ja spaßig. Na, was haben wir hier? Na gut, wenigstens nicht so starke Gegner und auch nicht so Gegner, die richtig viele Leben haben. Das ist okay. So, gibt es hier hinten noch was? Nö, aber hier gibt es noch eine Kiste. Wieso haben sie sich hier komisch aufgeteilt? Hi. Oha. Das war ein Attentat. Ich habe es genau gesehen. Oh Gott, über diese Attentäter. So, hör mit. Nee. Ich glaube, es gibt sowieso keinen Shop. Weil es halt eine Challenge ist. Oh, dann haben wir mal so viel Geld und dann haben wir nicht mal einen Shop. Oh, warte, unser Geld ist voll. GG. Wir haben schon 99 Münzen und wir können es nicht ausgeben. Wir hätten vorhin in der Arcade gehen können, aber wozu? Bringt ja alles nichts. Hier, wir kriegen einfach auch viel zu viel Geld. Ach, die kann man nicht kaputt machen. Das sind OP-Feuer. Au. OP. Oh, Moment. Moment, da war ein blaues Herz. Das hätte ich schon irgendwie gern. Danke. Und da haben wir auch schon den Boss. Ist noch nicht Mam, oder? Nee, Fistula. Oh Gott. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht beide einfach angezeigt werden. Also Fistula und Monstro 2. Das hätte doch mal was. Beide vereint gegen mich. Und wir haben kein Devil... Okay. Okay, Spiel. Da gibt es ja keine Devil Deals. Ich brauche sie auch gar nicht. Ich doch nicht. Wir sind eigentlich eh schon stark genug. Also die Challenge. Beim zweiten Versuch immerhin.
Schulden, wie die eigentlich schaffen. Hier können wir ein bisschen Geld ausgeben, aber für sowas will ich ehrlich gesagt kein Geld ausgeben. Magician bringt uns auch nichts. Wir haben den Effekt sowieso schon. Aber egal. Ha, ich bin zu schnell für euch. Au. Too fast to catch me. Gut. Da haben wir den Boss ja quasi auf direkten Wege gefunden. Das ist doch mal was Schönes. Bitte nicht treffen, bitte nicht aus dem Raum ziehen. Ich will das nicht, danke. Hi, hi, na, wie geht's euch so? Geht's euch gut? Hallo? Komm schon. Ah, du hast aber einen wunderschönen Hals. Einen wunderschönen. Und hallo, Buddy. Ah, der hat mich getroffen. Dafür stirbst du. Rache. Rache für Isaac. Rache für die Hure von Babylon. Oh, was echt? Nur zu Mom? Okay, da würde ich jetzt aber ein bisschen... Was passiert, wenn ich die Truhe aufmache? Darf man das oder darf man das nicht? Das wäre ganz cool. Was haben wir hier sonst so? Ein paar Schlüssel. 25 Münzen, Libra. Ah, sind jetzt nicht so geile Sachen dabei. Nee, es sind wirklich nicht so geile Sachen dabei. Ja, okay, dann beende ich hier die Challenge. Und wir haben die Rune von Ensis, die uns aber nichts mehr bringt, aber wir haben sie zumindest. Und ja, das war die Magnet Challenge. War jetzt nicht ganz so schwer, auch wenn ich beim ersten Mal gestorben bin, aber das war auch wieder ein fieser Raum. Wenn ich sterbe, dann immer in der ersten Ebene. Das ist sehr merkwürdig, aber okay. Dann, genau. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt weitermachen soll, weil God Mode, normale Ones, habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Ich habe, glaube ich, alles soweit gesehen. Und das haben sich auch einige Leute schon beschwert. Ja, kann man beschwert sagen, ich weiß nicht. Aber einige haben schon geschrieben, dass die God Mode langsam langweilig wird. Und das sehe ich nämlich genauso. Und jetzt sollt ihr mir halt noch sagen, ob ich vielleicht noch die Challenges machen soll. Oh, eine Kitty-Challenge. Oder ob ich jetzt einfach die Mod abbrechen soll und was anderes machen soll. Dann aber bitte mit Vorschlag, was für eine Mod als nächstes. Denn sonst würde ich noch die Challenges machen und dann überlege ich mir was. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.